alte Länder sind zerrissen und die Zerstörung weitet sich aus. Doch auch neu gefundenes Leben erwacht. Neue Konflikte drohen, da alte Feinde um die Kontrolle schwindender Ressourcen streiten. Im Herzen des Ozeans wütet endlos der Mahlstrom. Viele Inselbewohner des großen Meers verloren ihre Heimat und suchen Zuflucht vor dem unbarmherzigen Aufruhr. Diese verstreuten Flüchtlinge strandeten auf den verlorenen Inseln und ringen nun mit einem fremdartigen Feind. Doch im Moment größter Not fanden die Goblins von Khesan neue Verbündete. Die Horde. Indes, während die Zerstörung weit entfernte Ecken der Welt verschlingt, wurde der Graumähnenwall, der uralte, wehrhafte Eingang zum Menschenreich Gilneas, zerstört. Doch die, die einst Menschen waren, sind nun zu Meer geworden. Während die elenden Verlassenen gen Gilneas marschieren, erscheint ein uralter Verbündeter, um die grausamen Wargen in die Allianz zu führen. Während die Welt am Rand des Abgrunds steht und der Streit um die Vormacht zum Kampf ums bloße Überleben wird, haben die Helden der Welt neue Wege gefunden, Ruhm zu ernten. Indem sie sich jenen stellen, die die Zivilisation zerstören wollen. Und sich mutig in die freigelegten, vergessenen Bastionen der Vorzeit wagen. Zerbrochen. Ein neues Zeitalter bricht an. Hoffnung ist das Einzige, was Allianz und Horde bleibt.